Bereits zum 17. Mal verleiht der Deutsche Bundestag den mit 5.000 Euro dotierten Medienpreis Politik. Im historischen Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin-Mitte werden Journalisten ausgezeichnet, die mit ihrer Arbeit zu einem besseren Verständnis parlamentarischer Praxis beitragen. Ein Preis, der sich abhebt, so Bundestagspräsident Norbert Lammert. Der Medienpreis des Deutschen Bundestages ist nicht ausgelobt worden, weil wir den Eindruck hatten, es gibt zu wenig Medienpreise in Deutschland, sondern weil wir den Eindruck hatten und gelegentlich immer noch haben, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit im Allgemeinen und der Medien im Besonderen in viel stärkerem Maße der Exekutive, der Regierung, den Behörden, den Administrationen gilt als den Parlamenten. Aus den 61 eingereichten Beiträgen haben es drei in die engere Auswahl geschafft. So das von Eckert, Lohse und Matthias Wissuwer geführte Interview mit dem Grünen-Politiker Werner Schulz. Für die Frankfurter Allgemeine sprachen sie mit ihm über die politische Rede. Die freie Journalistin Sandra Stalinski hat für Deutschlandradio Kultur ein Feature gemacht, welches ihre ehemalige Schulfreundin und heutige Abgeordnete Angela Dorn porträtiert. Darin untersucht Stalinski, inwieweit sich ein Mensch in der Rolle als Politiker verändert. Der dritte Beitrag ist der Blog netzpolitik.org von Markus Beckedahl und André Meister. Als der NSA-Untersuchungsausschuss öffentlich tagt und den Zeugen und BND-Präsidenten Schindler vernimmt, dokumentieren sie dies live im Netz. Keine leichte Entscheidung für die Jury. Der Medienpreis Politik des Deutschen Bundestages 2015 geht in diesem Jahr an Sandra Stalinski. Der Preis, da geht es ja darum, Parlamentarismus und Abgeordnetendasein besser zu verstehen. Und das Schöne ist, dass ich selber sozusagen am Anfang dieses journalistischen Projekts ganz viele offene Fragen hatte und sozusagen selber diesen Verstehensprozess nachvollziehe im Laufe dieses Features. Also ich selbst habe ganz viel über den Parlamentarismus gelernt. Ich habe mich wirklich gefragt, wie sehr muss man sich verändern? Kann man der gleiche Mensch bleiben, wenn man Politiker wird? Und deswegen habe ich sozusagen zusammen mit meinen Hörern bin ich diese Reise angetreten und Angela Dorn hat so wunderbar offen mit mir gesprochen und deswegen ermöglicht sie uns das. Die erst vor einigen Tagen Mutter gewordene Journalistin Sandra Stalinski hat mit ihrem halbstündigen Radiofeature Rhetorik der Macht überzeugt. Juryvorstand Thomas Kröter beeindruckte besonders der Blick auf den Menschen hinter dem Politikerdasein. Wir leben ja in Zeiten, wo Politiker es schwer haben, wo sie als nicht glaubwürdig gelten, als opportunistisch und so weiter. Und Frau Stalinski zeigt eine Politikerin, die sich selber schwer tut mit sich, aber sie zeigt auch, dass man eben, wenn man einen Aufstieg macht in der Politik, sich zwar verändern muss, aber trotzdem man selber bleiben kann und weiter für seine Ideale eintritt. Und das fanden wir ein gutes Signal in diesen Zeiten, sozusagen eine kleine Vertrauenserklärung für Politiker. Und mit diesem Vertrauensvorschuss geht der Medienpreis Politik in eine neue Runde. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de.